Zuschauern, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieses Let's Build. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir heute mal wieder produktiv sind. Wir waren das letzte Mal, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben das letzte Mal eigentlich, glaube ich, echt nur dieses Gebäude gemacht hier, ne? Nur diesen Streifen. Es war nur so ein bisschen, ich habe ein bisschen rumgeschaut, viel geredet. Ich habe wirklich viel geredet. Ich weiß gar nicht, was ich gesprochen habe. Ich glaube, ich über Hobbys und so gesprochen und dass die manchmal offensichtlich irgendwie nicht so einem Leben helfen, obwohl sie es doch tun können, irgendwie sowas. Und hab das damit bei mir, also mich als Beispiel genommen, mit Minecraft, aber egal. Genau, irgendwie sowas. Und ich möchte dieses Mal wieder ein bisschen mehr auf irgendwas Architektonisches angehen. Ich habe das letzte Mal eigentlich, ist ja der Sinn der ganzen Sache, irgendwie hier was dazu beizutragen. Das letzte Mal hier gemacht, das hat mir nicht so gefallen, das mache ich schon wieder weg. Müssen wir schauen, dass wir hier irgendwas Gescheites finden, was irgendwie diese Wand hier würdig ist. Das ist der Innenhof dann von der Burg, wer jetzt gedacht. Und irgendwie brauchen wir hier ein passendes... Stimmt nicht mehr. Also hier haben wir das Dach haben wir gemacht, genau, man kann dann hier raus, okay. Hier ist der Vorhof, die Vorburg. Hier haben wir die Schießschacht drin, nach unten, oder die Mörderlöcher besser gesagt. Nach unten, nach Down Under. Ja, eigentlich, ja, boah, kann man so machen. Hier haben wir das erste Torhaus, klar. Die Treppe hier wollten wir auch noch machen, siehste. Da habe ich aber eigentlich uns einfach überlegt. Haben wir auch Mörderlöcher drin, ne? Genau, die haben wir hier reingebaut. Sehr schön. Dass wir hier noch die Treppe, die bauen wir jetzt mal schnell noch. Dass das wenigstens mal gemacht ist, genau. Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es soweit so bidubidubi. Ich hoffe auch, dass sich Spoken Claw wieder im Kommentarsektion mit seinem Hui meldet. Das wäre mir wieder eine große Freude. Ich lese das sehr gerne. Das ist eigentlich auch der einzige Kommentar, den ich immer lesen will. Ich mache jetzt auch nur noch, ich mache in letzter Zeit eigentlich nur noch, nur noch Videos wegen ihm tatsächlich, weil ich halt dieses Hui sehen will. Ja, es tut mir jetzt leid, seid damit ein bisschen abgewertet worden. Aber ich meine, wenn man halt einen kreativen, guten Vorschlag hat, dann muss man halt auch damit leben, dass es dann halt auch dementsprechend erfolgreich wird. Ja? Wenn ich weiß, um was es geht, sollte vielleicht die Streams nachholen oder vielleicht mal in Zukunft reinschauen. So, ich suche gerade eine Erzlab. Wir haben hier keine. Wir fliegen mal kurz rüber nach Lietzbrück. Da, damit ihr mal ein bisschen räumliche... Ja, hier ist die Burg, da hinten ist Lietzbrück. Ist gar nicht so weit weg. Gerade hier vorne irgendwo schon. Hier müsste gleich kommen. Warte, gleich mal da. Ja, guck mal, da ist doch ein Feld. Und da ist Lietzbrück. Da ist Lietzbrück. Also wirklich nicht weit weg. Man kann die Burg von hier aus noch sehen. Boah. Jetzt muss ich ein Bild davon machen. Da. So wird es quasi. Ist halt wirklich. Also ist halt auch räumlich gesehen echt nicht weit weg. Ja. Und wir sind am überlegen, da eben noch einen Wald hinzumachen, dass halt hier alles bewaldet ist, der ganze Hügel. Fände ich prinzipiell, glaube ich, gar nicht so dumm, weil... weil es halt eigentlich... Naja, ist halt schon irgendwie sehr... Also... Weil hier ist die Stadt und die Stadt hat auch eine Burg, also... Hier ist jetzt die eine Burg und hier ist vielleicht schon die andere. Also das ist halt wirklich nicht weit weg. Dann haben wir hier unten... Also hier ist... Das ist halt auch keine große Distanz, theoretisch. Ja, also so... Hier, die zwei Burgen. Und übrigens die Namen, die hier stehen, das ist so Platzhalternamen. Wir haben hier immer noch keinen Namen für. Wir haben hier unten die Burg Garheinstein. Hier oben noch eine Burg. Die sind wirklich nicht weit weg. Ja, aber hier ist wenigstens Wald dazwischen und Schriedingsfeld liegt dazwischen. Das ist irgendwie was ein bisschen was Festeres, was Handfesteres. Der Kiesfleck nicht geladen. Warte mal. Besser. Was ist da immer noch der Kiesfleck? Ich dachte, der Kiesfleck wäre schon weg. Okay. Naja. Okay. Auf jeden Fall haben wir die Burg Gargenstein, klaro. Hier haben wir, ich wüsste, welche Burg welche ist. Hier haben wir die Burg hier rumstehen. Jetzt leckt ihr mal kurz, dass ich mich teleportiere. Und hier oben haben wir dann jetzt unsere Burg. Die Lietzbrück selbst hat ja keine Burg. In Altos gibt es die Burg Altos und hier ist, also die sind auch nah beieinander, muss man nur dazu sagen. Hier liegt dann der Fluss dazwischen, also hier ist quasi die Grenze. Das heißt, wenn das hier, da müsste dann quasi hier oben auch irgendwie eine Art Grenze sein. Hier verläuft dann quasi die Grenze. Ja, das heißt, falsche
Heißt, hier ist dann quasi. Und ihr seht auch übrigens hier ganz gut, hier hören die Hügel auf. Also hier ist nichts. Ist einfach flat. Ja, also hier hören die Hügel wirklich auf. So ein Strich in der Landschaft. Ich weiß, ihr könnt mit der Map nicht viel anfangen. Und zumindest nicht so viel wie ich. Aber naja, jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr Bescheid. So, also wir haben eigentlich 5 Burgen auf der ganzen Map bisher stehen. 5 Stück. Was eigentlich erstmal nicht viel klingt. Wir haben auch noch eine Menge Burgen, die also privat quasi gebaut sind. Wo halt Leute gebaut, also die schon gebaut sind quasi, die aber nicht auf der Map stehen. Die sind auf unserer Testwelt. Nee, wir haben eigentlich, die Burgenanzahl stimmt nicht wirklich. Also wir haben nicht, es ist falsch zu sagen, wir haben 5 Burgen auf unserer Map. Das wäre falsch. Stopp. Müssen wir die kurz differenzieren. Wir müssen sagen, wir haben 5 Burgen bisher erst in dem Teil fürs Kaiserreich. Der halt in dem Sinne zusammenhängend ist. Ja, also wir haben natürlich auch noch eine Wüste, 2 Burgen, glaube ich, stehen. Und wir haben noch eine Steppenregion, wo noch eine Burg ist, die ich auch euch zeigen werde, sobald sie präsentierwürdig ist. Ja, das wird auch sehr cool. Auch ein wunderschönes Gebäude, das einer von uns aus dem Bauteam gebaut hat. Und jo, da werde ich euch dann auch nochmal was zeigen. Das heißt, wir haben eigentlich so überschlagen, was wirklich auf der Map jetzt ist. Ja, wenn wir noch die Burg in der Hafenstadt mitberechnen, haben wir so um die... Was sind das? 2. Dafür haben wir jetzt 5 4. Eine in der Seestadt. Ja, nochmal eine. Stopp. Wir haben in der Wüste haben wir eine vor der Wüstenmetropole. In der Wüstenmetropole selbst haben wir aktuell noch keine. Dann haben wir eine in der Seestadt, sind schon mal 2. Ja. Dann haben wir eine nochmal irgendwo im Gebirge. Das sind 3. Die ist aber nicht fertig, aber steht sie trotzdem mal dazu. Dann haben wir noch die eine in der WS2, also in der Wissenschaft 2, die jetzt mit den ganzen Schmelzhütten und so. Das heißt, es sind 4 Burgen dort, plus, also 10. 10 Burgen wären es dann. Wenn ich mich nicht auf mysteriöse Art und Weise verzählt habe. Ja, sind 10 Stück. Schon einiges, ne? Sind also so 10 Burgen. Sind schon einiges an Zeug. Also mit der hier eingerechnet, die noch nicht fertig ist. Also, ja, die auf der Map, effektiv auf der Map stehen. Zusammenhängend sind wirklich jetzt die 5 quasi, wo auch Festland dazwischen liegt. Anderen ist halt, zwar, also klar ist auch Festland dazwischen, aber ist halt noch kein geterraformtes Gebiet. Das ist, ach, wir wollten ja eigentlich die Treppe bauen, gell? Jetzt fange ich hier wieder irgendwo an. Ah, die Treppe bauen wollten. Nicht doof, Kopf. Naja, bauen wir hier die Treppe jetzt. Oder den Eingang, die Pforte, wie auch immer. Ich brauche mal einen Replacing Stick. Irgendwie habe ich da Bedürfnis danach. Ich werde auch übrigens immer wieder gefragt, was ist jetzt eigentlich Herbstlande? Also, ich meine, das ist schon eine ziemlich gute Frage. Was ist Herbstlande? Und ich denke mal, wenn ich euch fragen würde, könntet ihr mir das wahrscheinlich gar nicht beantworten. Also, ihr müsst natürlich nicht beantworten können. Ja, weil ihr quasi, aber theoretisch gesehen, seid ihr ja unter anderem die Leute, die dieses Projekt hier unter anderem sehr begeistert verfolgen. Und ich glaube nicht, dass es teilweise so wirklich klar ist, was wir sind. Und, oder was wir machen, oder was, also beziehungsweise, klar, was wir sind, ist schon klar. Wir sind einfach ein deutsches Minecraft-Bauteam. So viel ist der einfache Part quasi. Aber die Frage, die ich oft und häufig gestellt bekomme, ist, ja, was machen wir? Also warum? Besser gefragt, warum? Warum tun wir das? Und ich muss ja immer wieder sagen, jo, weil wir einfach Bock drauf haben. Das finden einige ziemlich cool, andere sehr unverständlich, wie man einfach irgendwas machen kann. Ich weiß nicht, wer die Banner hier hingestellt hat. Mal die Banner da wegmachen hier. Ja. Manche finden es ziemlich unverständlich, manche andere finden das cool, wenn man einfach mal ein Projekt aus Lust und Laune macht. Aber wir sind halt alles Leute, die hier gerne bauen. Die Map, die wir aber bauen, hat natürlich trotzdem irgendeine Art Konzept. Und das ist nicht so, dass wir irgendein Konzept verfolgen, weil wir irgendeinen RPG-Server machen oder sowas. Das muss man wirklich sich aus dem Kopf schlagen. Und das ist nie unser Ziel gewesen und wird es auch nie sein. Das kriege ich halt auch oft gesagt, wenn Leute mit mir oder mit meinem Leuten, jemand mit mir auf der Map oder so ist und sich die angucken will.
Die sagen dann auch oft, ja, eigentlich wäre eure Map doch perfekt geeignet für so ein RPG. Und ich denke mir so, jo, das wäre cool, aber es gibt die meisten Bauteams, die es früher gab, waren irgendwelche Bauteams mit Ziel RPG, Etyria, das gleiche. Und bisher sind alle dran gescheitert. Zumindest in Deutschland. Es gibt kein, zumindest, so kannst du es, ich kenne, korrigiert mich gerne, belehrt mich eines Besseren. Es gibt kein großes deutsches Bauteam, das es geschafft hat, ein vernünftiges RPG, was so ein bisschen Open-World-mäßig ist, aufzubauen. Das ist, naja, sehr schwierig. Erstmal das, ja, ist sehr schwierig. Und andererseits ist das sehr, ja, man braucht halt eine Menge Entwickler und Developer, die wir auch nicht hätten, selbst wenn wir es machen wollten. Und auch gar nicht die Zeit dafür. Also ich habe nicht die Zeit dafür. Beziehungsweise, gut, ich könnte mir die Zeit dann nehmen. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist es halt einfach so, dass, ja, Herbst dann in dem Sinne eigentlich. Wir haben, ich hab, also wir haben so eine kleinere Geschichte. Also ich verfasse Großteile der Geschichte. Diese Links, aber die Geschichte schreibt sich so ein bisschen nach und nach. Geschweige denn, ab und zu hat der eine irgendwie eine Idee, hier, ich würde gerne eine Burg bauen und dann baut der eine halt eine Burg und ich mache eine Geschichte dazu und in meinem Kopf halt meistens, ich schreibe nichts auf, also zumindest noch nicht. Und andere Sachen sind dann halt, wo dann halt jemand irgendwie sagt, hey, ich habe eine Idee, wie wäre es denn, wenn wir eine Burg bauen und die Story und die Hintergrund. Das gibt es manchmal auch, aber das ist nur für uns. Also nur intern quasi. Wir wollen jetzt nicht, also wir denken uns auch immer so, was haben unsere Städte für Hintergrundgeschichten? Und ich habe es ja schon mal erwähnt, dass wir so eine Art, ja, kleines Forum machen wollen. Und jo, das Coole wird dann da sein, dass wir dann halt oder ein bisschen mit euch gemeinsam die Sachen da auch zur Verfügung stellen können. Also wir wollen oder ich möchte ganz gerne dann auch über unsere Städte irgendwelche kleineren Geschichten veröffentlichen, die eben dann auch dort ja veröffentlicht sind. Ne, die dann aber eben dort da sind und die dann irgendwas damit zu tun haben. Aber prinzipiell gibt es halt keine richtige Geschichte. Wir haben Gebiete, wir haben Grenzen, wir wissen, wo was gebaut wird, wir haben eine Zeit, die das Ganze spielt, wir haben irgendwie so eine Art Kultur und wir haben auch mittlerweile eine Religion erschaffen, die halt in unserer Welt spielen soll. Genau, und das ist alles so eine Sache, die halt aber nicht, also diese ganzen Story-relevanten Sachen, also wenn man es jetzt Story nennen möchte, ist halt nicht, weil wir die Story brauchen, sondern weil es irgendwo auch baurelevant ist. Wir wollen ja eine Map bauen, ja, das ist eigentlich unser Ziel als Bauteam, wir wollen eine Map bauen, die, ja, die einfach sehr schön ist, die einfach funktioniert, die auch irgendwie so ein bisschen diesen ganzen, na, wie soll ich sagen, die halt auch einfach irgendwie ästhetisch ist und stimmig ist, ja, die in sich geschlossen sehr gut so auch existieren könnte. Und da ist es natürlich für uns ganz wichtig, dass wir dann auch irgendwie, naja, Dinge definieren. Das heißt, natürlich müssen wir dann irgendwann nochmal festlegen, hey, wie sieht denn jetzt unsere Religion aus? Oder hey, wie ist es denn jetzt mit unseren Städten? Sind wir jetzt im Mittelalter oder sind wir in der Renaissance? Oder das muss man natürlich festlegen. Das macht ihr auch in euren Singleplayer-Welten. Ihr baut ja auch wahrscheinlich nach irgendeinem, jo, nach irgendeinem Konzept, ja, also ich würde es Konzept nennen. Nach irgendeinem Konzept baut man ja seine ganze Map und das machen wir. Nichts anderes machen wir eigentlich auch, dass wir irgendwie gucken, dass man ja, dass man halt einfach, dass die Map halt im Endeffekt stimmig bleibt. Ja. Und wie gesagt, das ist halt lediglich für uns. Gar nicht mal für irgendwas anderes. Und also wir, respektive ich, bin auch nicht davon abgeneigt, dass wir sagen, wir machen damit irgendwann mal was anderes. Aber das wäre dann eher so, wenn jemand jetzt kommen würde, würde sagen, hier, wir machen aus eurem, also gebt uns die Map, wir melden uns in 2 Monaten wieder und wir machen euch ein vernünftiges RPG draus. Im Server und ihr könnt es testen und es wird alles funktionieren. Wäre geil. Also jetzt 2 Monate wäre das jetzt ziemlich kurz, aber nehmen wir mal an, jemand kommt da hin und hat quasi schon alles, was man braucht und ist da quasi schon gut wie fertig. Was zumindest was, also zumindest was das Mechanische angeht, weil an der Story und so ist sind die wenigsten gescheitert. Wahrscheinlich auch nicht an dem ganzen Bauen. Das ist das kleinste, das ist wirklich das kleinste Problem bei sowas. Das größte Problem ist halt wirklich ja, die Technik quasi. Einerseits ist Minecraft halt oftmals
sehr unperformant. Das heißt, da haben oftmals, also man stößt vom Spiel, von dem Game Minecraft an seine Grenzen, ja. Das ist so ein Problem. Und dann sind viele halt einfach an mangelnden Developern an Problemen gekommen. Und natürlich kannst du, also jetzt mal ganz ernst, also ernsthaft gesagt, kannst du dir einen sowas alles programmieren lassen. Das ist kein Ding, wenn du natürlich eine Menge Geld in die Hand nimmst. Aber die meisten Projekte haben so viel Geld nicht, beziehungsweise können und wollen das Geld nicht in die Hand nehmen. Würde ich auch nicht wollen. Das ist das Problem. Das heißt, du musst vielleicht auf freiwillige Hilfe irgendwie zurückgreifen oder auf sehr kostengünstige Hilfe, die eben dementsprechend vielleicht sogar qualitativ nicht so hochwertig ist. Das möchte ich natürlich nicht pauschalisieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur weil jemand, also nur weil ein Developer irgendwie seine Dienste oder sein, also nur für andere Leute eben sehr preiswert von mir aus oder sehr günstig developed, dass das dann einfach jemand ist, der schlechte Arbeit leistet, will ich jetzt hier natürlich nicht pauschalisieren. Aber wir nehmen es einfach mal an. Und dann hat man natürlich schnell das Problem, dass man irgendwie nicht vorankommt. Ja, die Developer kriegen es vielleicht einfach nicht gebacken oder beziehungsweise es bringt auch nichts, wenn man freiwillige Leute hat, die das gerne machen würden, aber es auch nicht richtig hinbekommen. Ja, und das ist halt alles so ein bisschen das Problem, was aber auch bei Minigame-Server natürlich so ist. Aber die Minigame-Sachen sind laut Erfahrung, Berichten quasi in Anführungszeichen, sind halt irgendwie einfacher als dann doch die, ja, als dann die Dingens hier, die RPG-Sachen, weil die halt wesentlich mechanischer laufen müssen. Ja, du hast ich kann mich natürlich nicht mehr programmieren aus, aber prinzipiell ist es halt schwieriger. Du hast halt bei einem Minigame hast du irgendwelche, ne, Fall X, das und das, und du hast natürlich bei RPG gibt es viel mehr Möglichkeiten, was alles passieren kann. Und vor allem, wenn du ein gutes RPG machen willst. Wir sprechen ja natürlich von einem guten RPG und nicht von einem 0815 RPG. Und da ist natürlich schon wichtig, dass da irgendwie auch ja, halt nicht, also es mehr Game-Schaden gibt als eine. Und das ist halt irgendwo schon wichtig. Und deswegen, ja, um halt da was Gescheites zu machen, braucht man eben einfach gute Developer. Und die sind eben sehr rar. Das kann man einfach nicht anders sagen. Die sind rar und rar, rar. Und jo, daran sind viele gescheitert. Und wir haben ganz, ganz früher, als wir doch irgendwann mal angefangen haben, hier die neuere Map zu bauen. Also wir hatten ja viele, viele, viele Maps, auch vor der hier, hatten wir dann doch irgendwann gesagt, ey, lass doch mal ein RPG machen. Wäre eigentlich doch ganz cool. So. Und da sind wir sehr, 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 sehr schnell von weggegangen. Also unter anderem, also auch ich wollte das nicht. Wir haben einfach gesagt, hier, wir wollen nicht unsere bauliche Leistung an irgendwie RPG festmachen. Klingt erstmal seltsam, aber ist ganz einfach. Wir wollten nicht bei allem, was wir bauen, uns irgendwie fragen, welchen Nutzen wir dieses Gebäude später im RPG haben. Oder ja, was für einen Nutzen wird dann, also wenn wir jetzt hier irgendwie was bauen, was für ein, hier, wie bauen wir hier eine Quest in die Burg ein oder was ist das für eine Burg? Und das muss ich mir erstmal keine Gedanken machen. Ich baue einfach irgendwo was hin und dann kann man vielleicht nochmal im Nachhinein, wenn man Lust hat, dazu was machen. Ja, man muss, das ist ja das Schöne, das ist alles ungezwungen. Wir müssen hier keine Geschichten zu unseren Gebäuden, zu unseren, ja, zu unseren Städten machen. Wir können aber, wenn wir Lust drauf haben, was natürlich eine sehr schöne schöpferische Freiheit ist, die wir genießen können. Das wäre mit, wenn wir wirklich auf dem RPG-Server kreieren wollen, wäre das nicht so. Da müssten wir uns irgendwie für allem, was wir machen, im Vorfeld am besten schon Gedanken machen. Und vor allem, wir müssten, wie gesagt, Developer, ja, die wir nie hatten und auch nicht haben werden. Wir bräuchten ja definitiv vor allem, wenn man so einen kleinen RPG-Teil hat, dann muss der auch laufen. Und dann muss man natürlich auch irgendwie schnell für Nachschub sorgen. Also die Welt muss ja auch erweitert werden. Ja, also man kann ja natürlich nicht bei einer Stadt bleiben, wo man dann als rumdümpelt. Man muss dann schon irgendwie dafür sorgen, dass da große Landmassen sind. Und Landmassen bauen wir eigentlich gar nicht so viel. Also wenn ihr mal überdenkt, wir haben wenig Natur bisher. Wir haben, also ich meine, klar, wir haben Wälder schon, klar. Aber das sind halt Wälder. Da passiert nichts. Auch im RPG, also da ist auch RPG-lich nichts. Also so wie sie aktuell aussehen zumindest, nichts zu machen. Das sind halt einfach ein Boden mit einer Menge Gras drauf. Mit einer Menge Gras, ja, mit einer Menge Bäumen drauf. Mehr ist es nicht. Ja, das ist echt auch nicht mehr. Vielleicht ein paar Steine,
Aber wir haben jetzt keine Dungeons gebaut oder 1000 Höhlen und irgendwelche verlassenen Hütten und das könnte man alles, also müsste man sogar alles machen, wenn man RPG machen würde. Wir müssen es nicht. Das sind alles so Dinge, die uns auf jeden Fall halt immer gesagt haben oder wir uns immer gesagt haben, wir wollen genau aus so solchen Gründen kein RPG-Server machen. Oder zumindest nicht so bauen. Ja, also ich meine, wie gesagt, wenn sich jetzt das einfach ergeben würde, so bumm, wir haben jetzt auf einmal die Möglichkeiten und die Mittel und könnten, also wenn ich, nehmen wir mal an, ich hätte die Macht, wie Thanos mit dem Finger zu schnipsen und plötzlich wäre hier RPG-Server, würde es tun. Mindestens, wenn man, oder zumindest wenn ich es machen könnte, würde es einfach easy peasy machen. Problem ist, das ist nicht der Fall, es wird auch nicht so sein und deshalb lassen wir es. Ja, und deshalb muss ich immer wieder auf diese Frage, um mal wieder den Bogen zurückzuspannen, was ist Hefs dann da eigentlich so genau? Muss ich dann immer sagen, jo, wir sind halt einfach ein Bauteam. Also wir sind ein Bauteam, fertig. Wir bauen einfach gerne Gebäude in Minecraft. So easy, so unspektakulär, das sind wir. Ich wüsste auch nicht, wie ich uns treffen, der beschreiben könnte. Also natürlich, gut, es gibt schon noch eine treffende Beschreibung. Wir sind natürlich ein sehr gutes, ein sehr, also ein hervorragendes Minecraft-Bauteam, aber das tut ja für die Tätigkeitsbeschreibung natürlich nichts zur Sache. Ja, und jo, was soll ich sagen? Ich bin da einfach sehr glücklich mit. Ich meine, wie gesagt, in der Herbst-Chronik, da gucke ich, zeige ich euch immer so, was geht da ab und ihr scheint, euch scheint das auch zu interessieren. Und es ist halt die Gelegenheit, auch wirklich viele Städte zu bauen und die irgendwie zu vereinigen und zu fusionieren und irgendwie mehr als nur ein, zwei Gebäude daraus zu machen oder irgendwie. Ich habe auch letztens die Frage, kurz erzählen, als derjenige, der die Fragesteller gerade zuguckt, das meine ich jetzt nicht persönlich, nicht böse, ich fand es noch ziemlich witzig, ich wurde gefragt, warum spielst du eigentlich auf dem Server? Also so, warum spielst du nicht auf dem Server und nicht im Singleplayer? Und ich habe dann nur geantwortet, weil ich vielleicht mit anderen Leuten spiele. Und dann kam ah zurück oder so ein aha oder so ein ah und denk, hätte man auch fast selbst drauf kommen können, so, oder? So, warum spielst du auf einem Server? Jo, weil ich mit anderen Menschen spielen möchte. Schande über mein Haupt. So, ich will mal ganz kurz hier den Kies im Innenhof replace. Wir machen jetzt mal so ein bisschen Schnickschnack noch. Beinahe hätte so eine Nulle abgebaut. Mal kurz gucken, wir brauchen Replace. Nämlich die 13, die ersetzen wir jetzt einfach durch ein bisschen Kobbel, ein bisschen Erde, ein bisschen grobe Erde. Grobe Erde zum Conquest immer super. Was noch? Ein bisschen von dem hier. Vielleicht selbst noch ein bisschen Kies mit rein. So, machen wir das mal weg. So. Gucken mal, wie es aussieht. Schwupps. Ja, das können wir machen. Das ist okay. Genau, dann können wir nämlich gleich noch ein bisschen Innenhof-Dekoration machen und hier die Hütte noch bauen. Genau. Die Hütte hier müssen wir gucken, die darf nicht so hoch werden. Die dürfen jetzt maximal nur so zwei Blöcke nach oben ziehen. Mal gucken, was das hier für eine Stallung werden. Genau, eine Stallung werden. Dann müssen wir das Dach halt sehr flach bauen, wenn wir das hier irgendwie das Dach, Moment, lass mich mal kurz überlegen. Das Dach müsste dann, also wir es hier so bauen, dass wir hier so eine gescheitene Öffnung reinkriegen und dann das Dach irgendwie schon sehr flach nach hinten. Okay, kriegen wir hin. Jo, wir könnten auch vielleicht so ein Strohdach draus bauen mit Birke und so. Mal gucken. Ja, aber das ist auf jeden Fall so, um es nochmal zu Ende zu bringen. Das ist auf jeden Fall das, was ich sagen kann, was Herbstlande ist, was wir machen. Wir bauen. Mehr tun wir nicht. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist wirklich nichts Spektakuläres. Also wir bauen natürlich Spektakuläres, aber an und für sich ist es nicht spektakulär. Und das soll es auch eigentlich bleiben. Zumindest fürs Erste. Ja. Oder, ja, solange es eben ist. Und wir gucken auch, dass wir, also natürlich ist die geplante Fläche ist enorm riesig. Die ist wirklich riesig. Die ist so fett, dass, also, deine Mutter ist ein Witz dagegen, wirklich. Also, die ist verdammt fett. Und wir sind am Schauen, dass wir das halt auch nicht so bauen, wie wir. Also, letzten Endes wird es irgendwie kleiner werden. Es wird sich so verschrumpfen, dass es halt irgendwie ein fertiges Stück gibt, dass man dann irgendwann sagen kann, hier, das Projekt veröffentlichen wir.
Also, dass man wirklich sagt, hier, man kann die Map downloaden oder irgendwie sowas. Das ist ja das, das wird auch sehr viel gewünscht, sehr viel gefragt, Map Downloads. Kann ich sehr verstehen. Ja, ich kann mal verstehen, wenn man sich Sachen auch in echt dann angucken möchte. Ist alles nachvollziehbar. Freut uns auch immer sehr, dass da nachgefragt wird. Und jo. Ich kann ja auch nicht mehr zu sagen als aktuell noch nicht. Es sind halt es sind halt aktuell auch alles Weltfetzen. Ja, wir haben hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Und das kann man nicht, also ohne Warp-Befehle, ohne irgendwelche Orientierung, ohne irgendwelche, also ohne dass wir da einen ganzen Koordinatenkatalog mit rausgeben müssten, wo was steht und es auch noch irgendwie, also und ihr halt auch wüsstet, was es ist, würde euch das kaum was bringen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja. Ich habe übrigens vorhin davon gesprochen, wie viele Burgen wir haben. Wir haben auch eigentlich mittlerweile relativ viele Städte. Das ist eigentlich auch interessant. Ich will ein bisschen prahlen. Lass mich mal ein bisschen prahlen. Wir haben Lidsbrück. Ja. Wir haben Astania. Gut, Astania ist nicht zu 1.000.000% fertig, aber prinzipiell ist es eine vollwertige Stadt. Also, nein, also ist auch eine sehr kleine Stadt, aber es ist eine Stadt. Also wir haben Lidsbrück, wir haben Astadia, wir haben Altos. Ja, das sind schon mal drei. Dann haben wir die Stadt in der Wüste, die eine, die kleine, die erste quasi. Und das ist schon mal, da sind wir schon mal bei vier. Dann haben wir, genau, dann haben wir jetzt die neue angefangen. Die ist halt nicht fertig, klar. Die wird auch aber größer als Altos, das heißt, die wird schon massig sein. Und dann haben wir noch WS2. WS2 ist natürlich auch noch nicht fertig, aber ist nah an der Fertigstellung dran, also ist nicht arg weit entfernt und wird auch immer stetig weiter ja, gearbeitet. Das heißt, da entsteht auch was. Habe ich mit euch auch zusammen, schon zusammengebaut, haben wir auch schon mal im Stream was zusammen gemacht. Kennt ihr oder solltet ihr vielleicht kennen? Könntet ihr kennen, sagen wir es mal so. Genau, das gibt es. Und ja, hier. Genau, und die Wüstenmetropole, klar, die Wüstenmetropole ist halt so fett, dass er wahrscheinlich noch in 2 Jahren nicht fertig sein wird, was aber auch so der Plan ist. Die läuft quasi, also die Wüstenmetropole ist auch so ein Riesenprojekt, aber die läuft immer im Hintergrund. Ja, die läuft eigentlich, die wir bauen halt, also wir haben jetzt, während wir die Wüstenmetropole bauen, schon 3 oder 2 Städte gebaut. Also das ist halt so, haben jetzt schon wieder einen angefangen. Genau, und dann haben wir noch Tuplenstein. Tuplenstein ist ja auch nicht auf der Map-Etikette bisher, aber existiert auch. Steht auf der Testwelt rum. Genau, und deshalb haben wir, warte, so fertig, was nur fertige Städte haben wir. 3, 4, 5, 5. 5 fertige Städte. Was, finde ich, eine gute Zahl ist. 5 fertige Städte. Und jetzt will ich euch mal eins sagen. 5 fertige Städte sind wirklich, wirklich krass und viel. Und im Singleplayer wäre ich froh gewesen, wenn ich meine eigene Eile alleine da irgendwie fertig gebaut hätte. Das hätte mir schon gereicht. Ich hätte nie, Anführungszeichen, zu träumen gewagt, dass ich mit 5 fertigen Städte irgendwo prahlen kann. Jetzt können wir es. Und deshalb sage ich euch immer wieder, schließt euch mit anderen zusammen, weil erstens mal seid ihr, also kriegt ihr mehr auf die Reihe. Und zweitens, das Schönste am Zusammenbauen ist halt einfach ja, der Vorteil, dass man. Jeder hat mal schlechte Zeiten und einen schlechten Tag und jeder baut mal Müll. Aber wenn ihr Müll baut und dann merkt ihr das und dann seid ihr angepisst auf euch selbst. Ich meine, ich kenne euch, weil ich mich kenne. Und wenn ihr dann keinen Bock mehr habt auf Minecraft und auch keinen Bock mehr habt auf Building, weil ihr eben das Gefühl habt, ihr kriegt es einfach aktuell nicht mehr auf die Reihe und ihr habt einfach eure Muse verloren, dann ist das natürlich erstmal Kacke, klar. Aber dann ist es immer sehr schön, wenn andere da sind, die eben aktuell richtig gute Muse haben und man sich eben an denen inspirieren kann. Und ich meine, um selbst mein Bauteam ist für mich immer wieder eine große Inspiration. Grüße gehen raus an euch Jungs und Mädchen. Ja, sind ein paar, aber Mädchen haben wir nicht zwei. Ja, offiziell haben wir zwei. Wir lassen sich ja beide nicht so oft blicken. Wenn ihr das hört, lasst euch öfter blicken. Ja. Gern gesehener Besuch, ich meine, ihr seid Mädchen. genau. Aber das ist so eine Geschichte, dass man da halt einfach einen Vorteil hat, wirklich von anderen Leuten wieder Inspiration zu finden. Also sich an den anderen zu inspirieren, sich an den anderen quasi hochzuziehen, damit diese, wenn es denen wieder schlecht geht, sich an die hochziehen können. So funktioniert das.
ist ein Geben und ein Nehmen. Und ein wunderschönes Geben und Nehmen. Und das ist immer sehr praktisch. Ja. Und auch sich gegenseitig helfen ist super. Also wenn man wirklich mal ja, einfach mal ein Gebäude verkackt hat, dass auch jemand da ist und sagt, hier, hast du mal probiert, das und das zu machen? Und dann kommt entweder, also das kann natürlich auch so, ja, habe ich auch schon probiert, dann weiß man wenigstens, okay, ich bin nicht alleine dumm. Ja, der hat die gleichen Gedanken wie ich. Oder es kommt irgendwas komplett anderes, wo man denkt, wow, okay, nö, habe ich nicht probiert, ich probiere es mal aus. Und dann testet man und denkt sich, jo, hast recht gehabt, ja, sieht besser aus. Und von daher ist ein Bauteam, finde ich, wenn man sich wirklich baulich weiterentwickeln möchte, die einzige logische Schlussfolgerung. Da müsst ihr nicht ins Herbsthandel-Bauteam kommen, könnt ihr in jedes andere Bauteam gehen. Aber natürlich ist Herbsthandel-Bauteam eine grandiose Wahl, wenn du mich fragen würdest. Da kann ich natürlich nur sagen, der Teamleader ist ein super Typ, die Leute dort sind super Typ, sind alles super Typen. Prinzipiell kann man sich da wirklich überhaupt nicht beschweren. Kann man machen. Boah, kriegt von mir so eine 4,5, damit es wenigstens aussieht, als wäre, also 5 Sterne wirken immer so, als wäre es gestellt, aber eine 4,5 klingt immer ganz, klingt immer realistisch. Deswegen gibt es selbst ein Bauteam von mir eine 4,5, könnt ihr euch gerne bewerben. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf dem Discord-Channel, ja. Oder? Weiß nicht, wäre vielleicht was für dich. Und ansonsten, jo, du weißt jetzt auch, was wir machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch weiterhin Interesse am Projekt habt. Schreibt mal gerne mal in die Kommentare, was ihr denn so vom Herbsthandel-Projekt wusstet oder was euch neu ist oder irgendwelche Fragen, die ihr vielleicht noch habt. Und im Allgemeinen, was vom Herbsthandel-Projekt, was ihr bisher so kanntet, gefiel euch am besten, was war eure Lieblingsburg, was war eure Lieblingsstadt, Lieblingsdorf. Jo, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jo, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir auf jeden Fall gewogen. Ich sage tschüss, bis dahin und ciao.